Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Eishockey Spezial, 100% Eishockey, der Talk. Ja, heute haben wir Danny Albrecht zu Gast, den Trainer der Tanner e.V. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Wenn einer fragt. So. Ja, dann jetzt kommen wir zur ersten Frage. Um das Thema Corona kommen wir auch nicht rum. Wie gehst du persönlich damit um? Relativ schwierige Situation, aber meine beiden Kinder sind zu Hause, meine Frau hat Homeoffice. Das heißt, wir machen relativ viel mit den Kindern im Garten. Das Wetter war ja jetzt auch relativ gut. Sondern ein paar Sachen, die anstehen, die in der Saison liegen geblieben sind, wo ich jetzt dran arbeiten kann und muss. Von daher ist es eigentlich wie nach der Saison für mich, aber mir fehlt das Eishockey schon seit. Ja, ändert sich denn viel bei dir generell im Alltag? Ja, alles, ne? Also dadurch, dass jetzt auch die Situation ja ist, dass wir nicht wissen, wann die Saison losgeht, wann Vorbereitungen, Spiele, alles drum und dran. Ich bin zwar schon so weit, dass ich alles geplant habe, wenn es normal losgehen kann und meine Sachen alle erfüllt habe, ist auch so, dass nicht mehr so viel bei uns in der Kaderplanung passieren muss. Von daher sind die jetzigen Aufgaben einfach daran gebunden, wenn es weitergeht, wann können wir loslegen und wann kann ich weiteres planen. Also von daher muss ich sagen, dass ich vieles schon erledigt habe und nur darauf warte, wann ich die restlichen Sachen noch abfließen kann. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur abgelaufenen Saison. Ihr seid am Ende der Hauptrunde, hattet ihr Platz 2, habt die ganze Saison auf Platz 1 und 2 gestanden. Wie blickst du auf die Saison zurück? Ich glaube, das war so eine Wunschsaison, wie man sie sich wünschen kann. Wir haben wenig Verletzungspech gehabt, wir haben eine sehr gute Moral in der Truppe kontinuierlich aufgebaut und vom ersten Spieltag an, glaube ich, waren wir eine Einheit und attraktives Eishockey geboten. Klar, gibt es auch mal so kleine Löcher in der Saison, die wir aber immer wieder geschafft haben, rauszukommen. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und finde es eben schade, dass eben durch die jetzige Situation die Playoffs nicht stattfinden konnten. Aber wiederum, die aktuelle Lage war das die beste Entscheidung, die fallen konnte für die Gesundheit aller Beteiligten. Ja, in dieser Saison für euch gab es sehr wenig Niederlagen tatsächlich. Zu Hause habt ihr nur 3-mal verloren. Was war dieses Jahr anders als in den Jahren davor? Gut, das ist erst meine zweite Saison als Cheftrainer in Herne. Von daher war es in der ersten Saison, denke ich, relativ turbulent. Dadurch, dass Herbert relativ zeitig an Prostatakrebs erkrankt ist und ich das dann übernommen habe, waren viele Abläufe natürlich, die erstmal reinkommen mussten und dass ich erstmal alles einspielen musste. Das war in dieser Saison nicht gegeben. Also in dieser Saison war es von vornherein alles gut durchdacht, gut durchgeplant und die Jungs haben einen sehr guten Job gemacht in dem, was sie alles umsetzen mussten und was sie umgesetzt haben. Und und deswegen bin ich sehr dankbar, weil ich habe zu den Jungs auch am Ende der Saison gesagt, was das Allerwichtigste bei uns war, war, dass eine große Ehrlichkeit und ein großer Wille in der Mannschaft war und dass vieles erleichtert hat dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr vielleicht. Ja, ihr hattet in dieser Saison den besten Scorer mit Patrick Esselin im Kader und den besten Vorlagengeber mit Nils Liesegang und einer der besten Torhüter der Liga mit Björn Linder. Wie stolz macht einen das als Trainer, quasi die drei wichtigsten Positionen im Kader mit dem besten besetzt zu haben? Ich glaube, es kommt nicht immer nur auf die individuellen Sachen an. Ich freue mich natürlich über jeden von denen, die so erfolgreich waren und auch über jeden anderen, der mit jedem Tor in der Saison oder mit jeder Abwehrleistung oder mit jedem Einsatz dazu beigetragen hat, dass wir da gelandet sind, wo wir waren. Aber es ist für die Jungs natürlich eine Bestätigung von der Arbeit, die die Jungs geleistet haben und wie das eben zusammengestellt war. Und von daher bin ich sehr glücklich darüber. Aber jeder Einzelne, egal ob das ein Pat war oder ein Liese war oder ein Björn war, gehören genauso zur Mannschaft, wie es auch der jüngste Sportler war, wie zum Beispiel Maxi Herz oder Noah Bruns. Ja, kommen wir nochmal zur letzten Saison bezüglich den Playoffs. Da wart ihr ja die sogenannten Sweeper. Hat dieser Playoff-Wahnsinn
vielleicht auch einen Antrieb gegeben, dass ihr diese Saison jetzt so gespielt habt? Ich denke, bei den Jungs, die hier geblieben sind und nicht gegangen sind, war es natürlich so ein bisschen dieses Vertrauen, was entwickelt wurde, unserem Trainergespann, also Lars und mir gegenüber, was wir da gemacht haben. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch so ein Push, dass wir gesehen haben, dass vieles möglich ist. Und gerade die Jungs, die geblieben sind, haben diese Atmosphäre in die neue Saison mit reingenommen und den Neuen auch das so erleichtert, einfach besser reinzukommen oder anzuknüpfen. Ja, ihr habt in der Saison alle vier Derbys gegen Essen gewonnen. Klar, das ist ein Fakt, der für Fans wichtig ist. Aber wie war da das Gefühl, auch für einen Trainer nach dem vierten Derby-Sieg, dass man alle vier Derbys gewonnen hat? Letztes Jahr habe ich mich über den Derby-Sieg mehr gefreut, weil ja Frank Genkes noch Trainer war. Aber nein, also grundsätzlich glaube ich, dass es für alle Zuschauer immer was Wichtiges ist, dass man auch merkt in den Stadien, wenn es voll ist, dass die Atmosphäre schön ist. Solche Spiele sind toll, solche Spiele brauchen wir. Und wir brauchen auch Essen und Duisburg auch wieder nächste Saison, weil genau das macht das auch aus. Und am Ende, wenn man natürlich die Spiele gewinnt, ist es umso schöner. Und ich denke, wir hatten aber dieses Jahr mehr tolle Spiele als nur die Derbys, klar. Die Spiele müssen, die bleiben natürlich ein Problemchen, gerade was so die Anfangsphase betraf. Alle Spiele, wie gesagt, waren wichtig und Derby-Siege sind immer schön für den Zuschauer, aber für uns sind es ein normales Ligaspiel. Ja, kommen wir noch einmal zu den Tilburg Trappers. In dieser Saison konnte nur Tilburg euch, ich sag mal in Anführungszeichen, das Wasser reichen. Allerdings habt ihr ein Spiel 7-2 gegen sie gewonnen. Das war auch gleichzeitig die höchste Oberliga-Niederlage der Tilburger. Wie fühlt es sich an, gegen die dominierende Mannschaft seit Jahren mit so einem hohen Sieg zu gewinnen und auch den höchsten ihrer Geschichte der Oberliga? Ja, Siege sind immer schön. Umso höher sie ausfallen, umso schöner ist es normalerweise. Aber ich glaube, ein schöneres Spiel gegen Tilburg war das letztes Jahr in den Playoffs im Halbfinale, wo wir 0-3 zurückgelegen haben und wo wir gesehen haben, wie der Berg wirklich beben kann und wir leider dann nur bis aufs 4-3 rangekommen sind. Und ich glaube, das war eines der schönsten Spiele, die ich gegen Tilburg erlebt habe. Nichtsdestotrotz haben sie uns in ihrem Heimspiel dann abgefertigt. Also man sieht, es geht manchmal auch anders und auch das war nicht so schön, aber ein 7-2 zu Hause war, glaube ich, für jeden Beteiligten, der da war, ein schönes Ergebnis. Ja, dann kommen wir jetzt zu deiner Karriere. Du bist ja in Weißwasser geboren, hast dort auch mit dem Eishockey angefangen. In der Saison 2002-2003 nach Bayern in die Oberliga zum ERC Haßfurt gewechselt. Warum? Ja, es war damals so, also ich war relativ talentiert in meiner Nachwuchszeit und ich wollte den Weg gern darüber gehen, dass ich viel spiele. Ich hatte in Haßfurt ein paar ehemalige Weißwasseraner mit Robert Hoffmann, Thorsten Schwarz, die ich persönlich kannte und die mir viel Gutes berichtet haben. Und in Weißwasser war es so, dass in meiner ersten aktiven Saison wir direkt in die Insolvenz gegangen sind und wir wussten nicht, wie es weitergeht, weil ich hatte einen Dreijahresvertrag zu der Zeit. Und daher habe ich mich entschieden, mal wegzugehen von Weißwasser, mal auf eigenen zu stehen, mal ein bisschen die Freiheit weg von Mama zu schnuppern. Und ja, deswegen ist es dann damals nach Haßfurt. Ja, darauf die Saison 03-04, hattest du drei Vereine. Du hast zuerst drei Spiele in Haßfurt gemacht, dann 33 Spiele für Schweinfurt in der Oberliga, aber dann ging es dann nochmal für dich nach Grefrath in die Regionalliga, wo du nochmal 17 Spiele gemacht hast. Wie kam das zustande, dass du drei Vereine hattest auf einmal? Ist nicht ganz richtig. Also es war so, dass ich von Haßfurt direkt nach Grefrath gegangen bin, unter anderem damals zu Frank Genkes, der damals Spielertrainer da war. Mhm. Das ist, glaube ich, in der Statistik vielleicht ein bisschen falsch. Und ich bin dann, wie gesagt, Mitte der Saison von Grefrath wieder nach Schweinfurt gegangen, zu Jari Pasan. Okay. Es war so, dass ich nach der Saison in Haßfurt, wo ich eigentlich nicht so ein gutes Jahr hatte, weggegangen bin oder in die Regionalliga gegangen bin, weil es so war, dass damals Grefrath mit Krefeld kooperiert hatte, die in der DL waren und wir somit auch Trainingseinheiten dort mit stattfinden lassen können. Unter anderem Dani Pieter oder Martin Schimanski waren die Jungs, die auch bei uns mittrainiert haben. Und so war es quasi wie so eine Kooperation, die ich eingegangen bin.
Dadurch, dass es aber nicht so gut gelaufen ist von der Kooperation her, bin ich dann eben nach Schweinfurt gegangen, wo ich auf Jari getroffen bin und hatte, glaube ich, eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte da. Ja, 2004 bist du dann nach Bremen gegangen. Wieso der Schritt nach Bremen? Zum Bremerhaven natürlich, ja. Nee, von Bremen. Jari Pasan, der mein Trainer in Schweinfurt war, ist damals zu den Hannover Scorpions als Co-Trainer gegangen in die DL. Und Bremerhaven hatte mit den Hannover Scorpions kooperiert. Und ich kam damals zu Peter Dreiseitel, der für mich damals eben auch so ein gewisses Vorbild war, aufgrund seiner Spielerakt-Zeit. Und ich hatte sehr gute Gespräche. War dann noch 2 Jahre in Bremerhaven, wenn wir das gleich verbinden können. In der zweiten Saison unter Igor Pavlov, den ich letztes Jahr ja in der Achtelfinalserie wieder treffen konnte. Aber Bremerhaven war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir waren eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und viele von den Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe, besteht der Kontakt heute auch noch. Zum Glück spielen nicht mehr ganz so viele aus der Zeit, weil wir eine relativ lustige Zeit hatten. Und dann können die Jungs auch nicht mehr ganz so viel erzählen über das, was damals passiert ist. Ja, da fällt mir gerade nur das Zitat ein: Gegner interessiert mich nicht. In diesem Jahr hast du auch noch 3 Spiele für die U20-Nationalmannschaft gemacht. Wie ist so eine Erfahrung? Ja, es war so, dass wir, es war die U20-Weltmeisterschaft, wir haben damals in Grand Forks, North Dakota, quasi AWM gespielt. Ich hatte mich dann im 3. Spiel gegen Kanada verletzt, also habe einen Stockschlag bekommen und meine Fingerkuppe ist abgeschlagen worden und konnte dann im Laufe des Turniers nicht mehr mit eingreifen, aber es war schon eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen konnte, einmal gegen Sidney Crosby oder Ovechkin zu spielen, waren schon Sachen, die immer in Erinnerung bleiben werden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, das Turnier zu Ende spielen zu können, aber auch das war dann, wo ich wiedergekommen bin, hat sich eben meine Fingerkuppe entzündet gehabt und ich muss auch einen Monat aussetzen und warten. Es war dann nicht so die schönste Zeit, aber rückblickend vom Event her war es schon was Atemberaubendes. Ja, in der Saison 2006, 2007 bist du dann wieder nach Bayern, aber zu den Eisbären Regensburg damals gegangen, hast dort 18 Spiele gemacht. So kam der Wechsel nach Regensburg zustande? Auch Peter Dreiseitel, der mich in Bremerhaven damals als Trainer hatte, hat mich mit nach Regensburg genommen und Peter ist, wie gesagt, in der Saison dann kurz nach mir entlassen worden und ich hatte halt und Peter eine schöne Zeit und schätze ihn sehr als Trainer und deswegen hat mich nach Regensburg damals gezogen. Übrigens, nachdem ich gegangen bin, ist Peter gegangen und dann kam auch Igor wieder. Also so schließt sich der ganze Kreis zu dem letztjährigen Playoffs. Ne? Ja, da bist du auch mitten in der Saison nach Essen gewechselt. In Essen bist du 1,5 Jahre geblieben. Wie kam dieser plötzliche Wechsel dann zustande? Ja, es war zu der damaligen Zeit eben so, dass Peter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, dass ich dass wir in Regensburg hohe Ansprüche haben. Es lief gerade zu der Zeit nicht so und ich habe halt in der Situation noch weniger gespielt und er hatte aufgrund dessen, dass er mich gut leiden konnte, mir den Weg gegeben, wieder zu Jari zurückzugehen, den ich ja schon in Schweinfurt und bei den Hannover Scorpions hatte. Also schließt sich immer so ein bisschen die Kreise bei mir. Ich bin eigentlich immer mit den Trainern, die ich hatte, auch mal mitgegangen, nenne ich es mal so. Wenn wir das ganze Jahr noch weitersehen, werde auch immer wieder die Namen hören. Aber es war so, dass ich 1,5 Jahre in Essen wirklich eine schöne Spielerzeit hatte, da auch meine jetzige Frau kennengelernt hat. Und Essen damals eben auch einer der Clubs war, die insolvent waren und ich daher wieder wechseln musste. Also wenn ihr jetzt alle Vereine durchgeht, ich habe viele Wechsel gehabt, ich habe in meinem Leben aber auch 4 oder 5 Insolvenzen mitmachen müssen, was nicht so eine schöne Zeit ist und immer an den Standorten, wo man sich teilweise auch wohlgefühlt hat, ist man immer wieder rausgerissen worden. Ja, danach bist du dann von Essen in der 2. Bundesliga nach Schwenningen gegangen, in die Richtung zum Bodensee. Wieso bist du nach Schwenningen gegangen? Auch da wiederum, Jari Pasan hat mich aus Essen mit nach Schwenningen mitgenommen. Also das ist, deswegen sage ich, ich habe viele unter den Trainern und da bin vielen Trainern, die ich geschätzt habe, hinterhergegangen oder gereist. Und es war so, dass in Schwenningen Jari auch in der Hälfte der Saison entlassen worden war. Ich hätte auch in Schwenningen bleiben können. Schwenningen war eigentlich ein sehr, sehr schönes Jahr für mich selber. Von der Mannschaft her waren wir ein Titelanwärter und sind leider nur
um Platz 6 bis 8 rumgeschwirrt die ganze Saison. Aber es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn ich euch vorab nehmen kann, bin ich aus Schwenningen weggegangen nach Weißwasser, um dort eine Lehre zu machen. Ja, dann hat sich ja diese Frage schon mal erledigt. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ja, die Saison 2012-2013 hattest du dann wieder zwei Vereine. Du warst erst in Frankfurt für 10 Spiele und bist dann nach Kassel, hast da die Saison beendet und bist dann auch noch 2 weitere Jahre in Kassel gewesen, also insgesamt 2,5 Jahre. Wieso der Wechsel erst nach Frankfurt in die Oberliga und wieso bist du dann so schnell weiter nach Kassel? Also vielleicht mal so ein bisschen, um zu erklären, warum da die Wechsel dann stattgefunden haben. Ich habe 3 Jahre in Weißwasser eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt, weil es um meine Heimat war. Meine Lehre abschließen können, hat auch eines meiner erfolgreichsten Jahre, wo dann natürlich vielleicht auch mal der Weg wieder nach oben in die DL möglich gewesen wäre, aber ich bin trotzdem meiner Lehre abschließend verbunden geblieben und dem Verein, meinem Heimatverein verbunden geblieben und bin dann eben, wollte wieder mehr Richtung, ich nenne es mal Richtung NRW, weil meine Frau eben zu der Zeit noch da war oder meine Freundin. Deswegen ist es nach Frankfurt gegangen, wo ich unter anderem wieder mit Frank Genkes zu tun hatte. Gab es halt damals eine Situation, ihr hattet ja letzte Woche einen Stefan da, der kurz davor eben, wie gesagt, kam, ich eine Aktion hatte, weshalb ich dann mehr oder weniger in Frankfurt gegangen bin und dann nach Kassel gekommen bin und in Kassel wirklich sehr meine schönsten Eishockey-Jahre, 1,5 Jahre erlebt habe, weil es ein sehr, sehr familiärer Standort, sehr, sehr viele Freunde dort gewonnen und immer noch Kontakt heute nach Kassel. Also es war eine sehr, sehr tolle Zeit und da unter anderem ich... ...waren dann auch nochmal geprägt hat. Ja, dann bist du nach Duisburg gegangen, hast da aber auch nicht die ganze Saison gespielt, bist dann währenddessen nach Halle gegangen. Wieso wieder dieser Schritt? Ja, da sieht man wieder diese Wechsel zwischen was. Es ist immer was passiert. In Frankfurt war es, wie gesagt, die Situation mit Frank. In Duisburg war es die Situation mit Kensten und dem Inline-Hockey-Spiel, was wir damals da gemacht haben, wo wir Deutscher Meister geworden sind, was von meiner Seite aus mit Nachrichten und allem kommuniziert wurde mit dem damaligen Trainer und die es aber nicht akzeptiert hatten und sehr, sehr schnell immer Handlungen gemacht haben, was wir in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, warum sie eben nicht mehr in Duisburg sind. Ist mir damals halt da passiert und ich bin dann halt eben nach Halle gegangen zu der Zeit, weil meine Frau in der Elternzeit war und mitkommen konnte und Halle einfach ein sehr, sehr toller Standort zu der Zeit und zur jetzigen Zeit ist, weil sie sich entwickelt haben und Ken Latta einer der Trainer war, die sich sehr, sehr bemüht hatten um mich. Ja, in der Saison 2017-2018 bist du dann zu deinem jetzigen Verein Herne gekommen, hast da erstmal ein Jahr gespielt. Wie kam erstmal, jetzt zuerst die Frage, wie kam erstmal der Wechsel nach Herne zustande? Auch relativ einfach. Frankie Pedrosa war seit, glaube ich, 4 Jahren vorher mein Inline-Hockey-Trainer. Ich hatte halt immer Kontakt und damals war es halt so, dass ich eigentlich geguckt habe, dass ich immer bei Vereinen spiele, die Ambitionen haben, um nach oben zu kommen oder eine Meisterschaft zu spielen. Und zu der Zeit war Herne eben noch nicht so weit, dass die diese Ambitionen hatten, bis wir irgendwann gesagt haben, aber eben mit der Familie, wir wollen uns auch ein Leben nach dem Hockey aufbauen und wollen wieder zurück und deswegen hat es zu der Zeit auch gut gepasst. Ich war jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hat auch viele Verletzungen mitgetragen und deswegen war Herne für mich ein sehr logischer Schritt. Ja, die Saison 2018-2019 hast du auch noch als Spieler angefangen, hast dich aber, glaube ich, soweit ich mich erinnere, in der Vorbereitung verletzt oder in den Sommer oder ja, glaube ich, und hast dann, euer Trainer Herbert Hohenberger an Krebs erkrankt ist, die Mannschaft übernommen und seitdem bist du jetzt auch Trainer vom HIV. Wie kam es dann, dass du den Trainerjob übernommen hast? Hattest du dir das schon generell vorher schon mal vorgestellt, Trainer zu werden? Mich am Ende schon verletzt hatte und dort den Trainerposten bekleidet hatte, weil die Jungs sich das in Halle damals eben gewünscht haben, dass ich das übernehme. Und dann war es so, dass ich nach der Saison in Herne, ist eine alte Knieverletzung mehr oder weniger wieder aufgetreten. Das heißt, ich hatte einen Knorpelschaden und habe mich eigentlich die Saison davor immer damit rumgeplagt, habe mich im Sommer operieren lassen, um eben nicht mehr diese Schmerzen und nicht mehr ein dickes Knie dauernd zu haben. Und es war halt in der Vorbereitung, sollte ich langsam wieder rangeführt werden, aber es war zu der Zeit eben auch so, dass das Knie bzw. die Muskulatur um
im Oberschenkel immer wieder zugemacht hatte, ich immer wieder zum Spritzen musste, ich musste mir immer wieder die Flüssigkeit aus dem Knie rausziehen und dann kam eben die Situation mit Herbert und dann war es für mich ja ein logischer Schritt, weil mein Körper einfach auch nicht mehr so mitgemacht hatte und ich konnte es mir wie gesagt schon vorstellen, weil ich in Halle den Trainerposten schon mal bekleiden durfte. Natürlich ist es immer eine andere Situation. Damals war der Gedanke, ich werde wieder spielen. Das heißt, ich kann niemandem was Unrechtes tun. Ich werde alle glücklich machen. Und dann war es aber die Situation, jetzt ist es mein Job, jetzt ist es eine andere Situation. Aber ich habe mit den Jungs noch 6-7 Wochen in der Kabine gesessen, auch noch die eine oder andere Party mitgemacht. Und jetzt muss man aber erstmal den Schritt finden, wo man den Abstand zu der Mannschaft gewinnt. Und das hat auch ein bisschen Zeit gedauert. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Fanfragen. Die erste Frage ist, ist es stressiger, Trainer zu sein als Spieler? Definitiv. Als Spieler sagt man immer, man kommt in die Kabine, schnürt sich die Schlittschuhe an, geht aufs Eis, arbeitet das ab, was der da vorne immer sagt und dann geht man wieder nach Hause und dann macht man Playstation oder was auch jeder für Interessen hat oder mit den Kindern beschäftigen. Als Trainer ist es natürlich viel Planung, viele Telefonate, ist ja die Saison jetzt so gewesen, dass ich das Athletiktraining komplett alleine gestaltet habe, dass ich das Eistraining alleine gestaltet habe, auf der Grundlage, dass Lars ja eben noch einen Job nebenbei hat und immer erst Donnerstag dann zu uns gestoßen ist und wir haben ja Dienstag, Mittwochs, Vormittags trainiert, das war die Jahre davor, haben wir immer abends trainiert, da konnte Lars eben auch dann am Ende, wo er mit dabei war, mich unterstützen, das heißt, ich habe sehr viel alleine gehabt, und auch sehr viele Sachen drumherum übernommen und der Tag hatte nicht mehr nur diese 3,5 Stunden Arbeitsstunden richtig, sondern manche Tage waren halt auch 10-12 Stunden Arbeit verbunden. Ja, dann haben wir die Frage bekommen, vermisst du die Zeit als Spieler? Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also es ist immer so, jetzt muss man den Jungs das erzählen, dass man, was man als Spieler gerne selber gemacht hat, dass sie das nicht mehr machen sollen. Und auf der anderen Seite vermisst man das auch. Also ich versuche eigentlich den Jungs immer das mitzugeben, dass sie trotzdem ihren Spaß haben. Und die aktive Zeit, wo man sich nicht so viel Gedanken darüber machen musste, sich um 24 oder 20 oder wie auch immer Leute zu kümmern, war einfacher, weil man sich nur um sich selber kümmern musste, war aber natürlich auch immer sehr, sehr, wie würde ich bezeichnen, man hat viel Druck gehabt, sehr viel Druck gehabt oftmals, weil man auch, ich war halt immer in den Positionen, wo es auch darum ging, man musste produzieren, man musste für die Mannschaft eben, ob nun in Special Teams wie Powerplay oder Unterzahl oder in den vorderen Reihen eben produzieren. Als Trainer ist jetzt ein bisschen anders. Als Trainer ist natürlich auch eine sehr, sehr große Drucksituation, aber die, jetzt hat man eben 24 oder 20 Jungs, wo man die Aufgaben ein bisschen verteilen kann und alles. Und deswegen würde ich sagen, ich vermisse die Zeit schon als Aktiver, weil es viel Spaß eben außenrum war und jetzt eben ein bisschen mehr Arbeit. Aber alles ist irgendwann mal zu Ende und der jetzige Beruf oder der jetzige Job macht mir auch viel Spaß. Ja, die nächste Frage lautet, was war dein bester Moment in der Spielzeit 2020? Mein bester Moment. Es gab viele Momente, aber ich glaube, eines der schönsten, oder es gab so 2-3 richtig schöne Momente. Ich kann mich erinnern an das 6-0, was wir gegen die Hannover Indians zu Hause hatten. Das war ein sehr, sehr, sehr tolles Spiel für mich. Ich muss aber auch sagen, was ihr erwähnt habt, das 7-2 oder die Derby-Siege des 9-3 auswärts waren schöne Momente. Aber auch dann am Ende nochmal gegen Hannover Scorpions, kurz bevor wir eben in die Playoffs starten sollten, wo alle gesagt haben, wir sind in so einem kleinen Loch und wir haben nochmal in so einem Spiel bewiesen, wie dominant wir eigentlich sein können. Das sind so diese speziellen Momente, aber es gab viele kleine Momente auch mit den Jungs zusammen, die mich haben sehr, sehr stolz machen lassen, was die Jungs dort geleistet haben. Ja, wie war für dich der Wechsel vom Spieler als Trainer, war die nächste Frage. Auf der ersten Seite war es, glaube ich, kein einfacher, weil ich habe das vorhin erzählt, ich saß 6-7 Wochen mit den Jungs zusammen in der Kabine und auf einmal sollte ich derjenige sein, der den Vorgaben gibt, dass es natürlich eine gewisse Zeit dauert, bis die Jungs dem Ganzen vertrauen und mein Eisspiel war natürlich ein bisschen anders als das von Herbert Hohenberger, das war
Ich bin sehr, sehr strukturiert. Das bedeutet, bei mir sind sehr viele Systeme, Aufbauarten, Überzahl, Unterzahl. Wir arbeiten da viel dran. Und das war, wie gesagt, unter Herbert nicht ganz so. Deswegen mussten sich einige auch erst dran gewöhnen. Und natürlich ist die Schwierigkeit, dass man jetzt das nicht mehr aus Spielersicht nur sieht, sondern eben aus Trainersicht und dass man mit manch anderem eben anders umgehen muss. Den einen muss man eben mal in den Hintern treten und den anderen muss man mal ein bisschen mehr streicheln. Das gehört halt auch dazu und das eben nochmal aus einer anderen Position rauszufinden, wo man dann eben auch merkt, dass jeder Spieler auch individuell zu Hause irgendwelche Sachen haben, die anstehen, ob das, wie gesagt, Geburten sind, ob das welche Krankheiten sind, ob das irgendwelche Probleme sind, die sie zu Hause haben, die du vorher eigentlich nicht so mitbekommen hast, wo du jetzt natürlich unterstützend mitwirkst. Das ist schon eine ganz andere Situation als, wie gesagt, als Spieler. Ja, die nächste Frage, die uns erreicht hat, ist, könntest du dir vorstellen, wenn ihr die Chance bekommen würdet, DL2 zu spielen? Ja, vorstellen, definitiv. Also es ist ja eines der Ziele, die ich gerne mit Herne verwirklichen will, dass wir uns jedes Jahr, wie gesagt, steigern und dass wir irgendwann natürlich da oben mal kratzen können. Aber es ist im Sport immer schwer zu sagen, die Saison machen wir es und die Saison, da muss vieles dazu passen. Und ich habe es auch gesagt, wir hatten, glaube ich, dieses Jahr eine große Chance. Wir haben uns nochmal auf den einen oder anderen Positionen eben in den Playoffs verstärkt, um vielleicht auch einen langen, langen Weg zu beschreiten zu können und da oben anklopfen zu können. Das weiß man nicht, wie jedes Jahr läuft. Ich glaube, jetzt durch die Corona-Krise betrifft es vor allem viele Vereine, die eben auch zu kämpfen haben. Wir sind gerade auch in der aktuellen Phase, wo wir einfach noch Geld generieren müssen, weil uns die Spiele weggebrochen sind und weil eben in Herne die Situation so ist, dass die Giesenberg-Hallen GmbH auch die Halle betreibt, das bei manch anderen Standorten nicht so ist. Und deswegen auch Kosten, die ganzjährig sind, getragen werden müssen und die uns einfach im Monat März und April genommen wurden. Und daher glaube ich, jetzt über eine Zielsetzung zu sprechen, was DL2 betrifft, wäre famos, weil wir noch gar nicht wissen, wie das Ganze weitergeht. Ja, die nächste Frage ist, wolltest du Nibi schon mal richtig ein aufs Maul hauen? Ich weiß, von wem das kommt und ich kann es mir vorstellen, weil Nibis Cousin immer wieder mich diese Situation fragt. Also ich habe Nibi bestimmt schon mal vor die Backen gehauen, aber nein, Nibi ist ein guter Freund von mir und ich hatte sehr viele schöne Jahre. Ich habe wirklich knapp 10 Jahre bei den Rockets mit Nibi zusammengespielt, 2 Jahre Eishockey in Herne und deswegen haben wir auch unser Abschiedsspiel zusammen gemacht, weil gute Freunde sind und Nibi kriegt zwar mal so eine Backpfeife, aber auf die Backen hauen wollte ich nie. Ja, jetzt kommen wir noch zu einer Rubrik 10 Fragen, 10 kurze Antworten. Ja, deine Lieblingsstadt? Weißwasser. Lieblingsverein? Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt definitiv viele Vereine. Ich habe ja gesagt, man muss unterscheiden, aktiver Profi oder als Trainer. Aber ich glaube, in der aktiven Zeit war Kassel, Halle und Herne definitiv mein schönstes. Ja, dein Lieblingsessen? Milchreis. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Ich muss gestehen, ich bin nur Sympathisant. Also ich bin nicht Riesenfan, aber Borussia Dortmund wäre meine Sympathie. Was ist deine größte Macke? Dass ich manchmal zu ehrgeizig bin. Also das bedeutet, was ich mir versuche vorzunehmen, versuche ich mit aller Macht zu schaffen. Und das ist manchmal nicht unbedingt ein Vorteil. Was fällt dir bei Weißwasser ein? Bei Weißwasser fällt mir ein, dass meine Mama da zurzeit noch wohnt, beziehungsweise meine Familie und meine Freunde. Und dass ich ja klar eine sehr, sehr schöne Jugendzeit hatte, beziehungsweise Nachwuchszeit und viel Weißwasser zu verdanken habe, dass ich der bin, der ich heute bin. Ja, was sagst du zu Herne? Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie sich die letzten Jahre gestaltet haben in Herne. Wo ich gekommen bin, denke ich, war Herne auf einem guten Weg und
nach vorne. Und aber was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, die Arbeit, die Jürgen Schubert dort leistet und alle ehrenamtliche Kräfte um ihn herum, das zeigt sich auch in der jetzigen Zeit, wo wir uns immer wieder in gewissen Events treffen und die planen und alles, muss ich sagen, ist Herne einer der besten Standorte in der Oberliga geworden. Was sind deine Hobbys? Wenn ich Zeit habe und wenn die Zeit es zulässt, mache ich wirklich viel mit meinen Kindern. Mein Sohn hat jetzt angefangen, auch sich aufs Eis und auf Inliner zu begeben. Das heißt, da kommt auch viel Zeit in Anspruch. Aber ich bin auch mal sehr froh, wenn ich mal zu Hause bin, auf der Couch sitze und einfach mal eine Serie auf mich wirken lassen kann. Die großen Hobbys waren ja immer mein Hockey. Jetzt dadurch, dass ich mit dem Inliner-Hockey aufgehört habe, ist es da nicht mehr so viel. Aber ich versuche mich trotzdem sportlich ein bisschen zu betätigen. Deine Lieblingsmusik? Meine Lieblingsmusik, war das richtig? Ja. Muss ich gestehen, ich bin ein riesenböse Onkel. Gut, Danny, das war's. Vielen Dank dir. Bleib gesund. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Bleib gesund. 1,5 Meter Abstand, Minimum. Hab gesehen, hat nicht funktioniert, aber ihr kennt euch gut und seid gesund. Also, mach's gut. Ciao, ciao, Danny. Ciao. Ja, das war der Talk mit Danny Albrecht. Ja, dann kommen wir auch jetzt zu unserem Newsflash. Da sind die ganzen News der letzten Tage aus Eishockey Deutschland zu finden. Der Deutsche Eishockeybund zeichnet 13 Standorte mit 5 Sternen im Nachwuchs aus, darunter 8 DEL-Standorte. Trainer-Update in der DEL. Tyler Heskens kehrt nach Wolfsburg zurück. Er wird neuer Co-Trainer in der Autostadt. In der DEL haben wir auch eine Transferbewegung. Dustin Friesen wechselt aus Ingolstadt nach Iserlohn an den Seilersee. Ebenfalls in der DEL wechselt von Frankfurt nach Augsburg Max Eisenmenger. Beim DEL-Zweitligist Bad Nauheim verlängert Andreas Pauli. Weitere Transferbewegungen gibt es in der DL2. Mathieu Popey und Robbie Zanek kehren nach Ravensburg zurück. Sie waren Teil des Meisterteams 2018. In Bayreuth. Er kommt vom Oberligisten Memmingen. Der 19-jährige Stürmer Nino Kinder trägt kommende Saison das Eisbären-Trikot, da er aus Kanada von Winnipeg zurückkehrt. Weitere Transfernews in der DL. Niklas Andersen von Esbjerg Energy wechselt zu den Fishtown Penguins. Transfernews aus der DL2. Daniel Ketter verlängert seinen Vertrag beim EC Bad Nauheim. Ja, das war dein Newsflash. Ja, ihr habt gerade die letzte Meldung gehört. Uli Egen von Duisburg aus der Oberliga wird jetzt Trainer in der holländisch-niederländischen Benelig bei den Liège oder auch Lüttich Bulldogs. Und ja, dazu wollten wir kurz mit Uli sprechen. Dazu haben wir ein kurzes Telefonat vorbereitet. Gut. Ja, jetzt Uli Egen bei uns. Ja, vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, dass du nach Lüttich, zu den Liège Bulldogs wechselst, in die holländisch-belgische Benelig. Wie kam der Wechsel jetzt nach Lüttich zustande? Ja gut, nachdem der Herr Pape sein Engagement zurückgezogen hat in Duisburg und dann war für mich klar, dass ich nicht in Duisburg bleibe. Und daraufhin hat sich Lüttich bei mir gemeldet, beziehungsweise über Bekannten in Geleen, wo ich ja lebe. Mhm. Der hat mich angesprochen und so war das dann, hat man ein paar Mal telefoniert, weil mit der Corona-Krise konnte man sich ja nicht treffen und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ja, wie blickst du denn auf die Zeit in Duisburg zurück? Ja gut, man muss sagen, wir haben ja recht spät mit unserer Kaderverpflichtung angefangen und wir haben einige junge Spieler dabei gehabt, auch von Kassel Förderlizenzen und es war eine durchwachsene Saison. Wir hätten vom Kader her eigentlich mehr erreichen können. Aber können und sollen ist es immer ein Problem, ja, wie man die Mannschaft zusammenstellt. Und das war halt kurzfristig für uns
Wir haben gute Spieler gehabt, wir haben gute Spiele gemacht, aber wir haben viele Spiele verloren, die man letztendlich nicht hätte verlieren dürfen. Und deswegen waren wir leider nur Achter. Ja, du sagst, die Saison, ihr seid leider nur Achter geworden. Die Serie gegen Rostock habt ihr jetzt verloren nach 3 Spielen. Wie blickst du auf die Playoff-Serie gegen Rostock zurück? Ja gut, wir haben das erste Spiel eigentlich, oder wir haben alle 3 Spiele dominiert gegen Rostock, aber die haben eine sehr gute Defensive und da waren wir halt nicht fähig, die zu knacken, haben unsere Torschancen nicht genutzt, beziehungsweise haben halt dann Fehler gemacht, haben Gegentore bekommen und letztendlich war es halt, Rostock hat ja nicht unsere Qualität her von den Spielern gehabt, aber die haben halt defensiv sehr gut gespielt, einen guten Torwart, der sie immer im Spiel gehalten hat und deswegen hat es halt nicht geklappt. Wobei man sagen muss, wir wussten ja vor dem Spiel so, dass das unser letztes Spiel ist, weil uns wurde ja schon mitgeteilt, dass die Saison also nach dem Spiel mehr oder weniger beendet ist. Ja, wieso hat es sich denn genau ins Ausland verschlagen? Ja gut, ich lebe ja momentan, oder das heißt momentan, ich lebe seit 12 Jahren in Holland, wo ich schon trainiert habe und deswegen kam das auch, das Engagement zustande, eben auf Bekannten von mir und habe ich ja vorher eingangs schon gesagt und letztendlich ist es halt so, dass ich in der Nähe bin, das ist in der Nähe von Geleen, das ist 40 Minuten Fahrt, so wie nach Duisburg jeden Tag, kann man fahren ins Training und deswegen hat sich das hat sich halt angeboten und ich kenne die Liga einigermaßen, weil ich ja schon gecoacht habe dort 2 oder 3 Jahre und deswegen, es ist eine neue Herausforderung in Belgien. Die machen einen guten Eindruck von der Vorstandschaft her, von der ganzen Organisation her. Waren letztes Jahr auch eine einigermaßen gute Mannschaft. Wir werden uns vielleicht noch ein bisschen verstärken, ergänzen und dann schauen wir halt, was dann passiert. Ja, was möchtest du denn generell mit deinem neuen Verein erreichen? Ja gut, es ist jetzt schwierig zu sagen mit den ganzen Umständen. Ich kenne die Spieler nicht, ich habe noch mit den Spielern persönlich nicht sprechen können, außer am Telefon mit ein paar Spielern. Aber ja gut, erreichen, man muss immer besser sein wie im letzten Jahr. Letztes Jahr waren sie Vierter, sind im Halbfinale ausgeschieden, aufgrund von einigen Verletzungen im Team. Und da muss man halt schauen, erreichen wir immer das Optimale. Aber momentan kann man ja nicht sagen, mit der Corona-Krise, wie schaut unsere Mannschaft aus, wie stark sind die Gegner, was passiert da mit den Verpflichtungen von Spielern, deswegen muss man da jetzt schon ein bisschen, die nächste Zeit abwarten. Ja, die Liège Bulldogs spielen in der holländisch-belgischen Benelux. Wie viel weißt du schon über diese Liga? Ja gut, ich meine, ich kenne da die Mannschaften, ich habe gegen alle Mannschaften ja gespielt, die da mitspielen, auch gegen die Belgier, gut, die kenne ich jetzt nicht, aber der Mechelen oder Herentals, da haben wir auch schon Vorbereitungsspiele seinerzeit gemacht mit dem. Das ist sicher eine ausgeglichene Liga, das ist auch klar. Gut, das wird das Niveau haben vom Ende in der Oberliga Nord. Und da muss man halt schauen. Ich meine, letztendlich ist es ja auch wichtig, dass man die Spieler vom einheimischen Club fördert und weiterbringt. Mhm. Ich kenne die Gegebenheiten nicht, wie die Eiszeiten sind und wie die Möglichkeiten sind, wie oft man trainieren kann und, aber das ist von Nachwuchs her. Und aber letztendlich glaube ich schon, dass es wieder Erfahrung wird in meinem Eishockey-Leben. Ja gut, Uli, dann danken wir dir für deine paar Minuten Zeit. Bleib gesund, bis bald mal. Ciao, ciao. Alles klar. Okay, vielen Dank. Grüße an alle. Ciao dabei. Tschüss. Ja, das war nochmal das kurze Statement zum Wechsel von Uli Egen. Ja, das war heute unsere dritte Sendung, unsere dritte Folge von Eishockey-Spezial, 100% Eishockey, der Talk. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder zur Sondersendung über die Oberliga West mit einigen Gästen und einigen Videobotschaften von Offiziellen und Trainern. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.